Ja, entschuldigen Sie, junge Frau. Wir von der Polizei können uns auch nicht um jeden Pipifax kümmern. Ich bin hier gerade auf Drogenjagd. Das ist deutlich gefährlicher als das, was Sie da gerade haben. Ja, weiß ich doch nicht. Springen Sie aus dem Fenster, dass der Räuber Sie nicht kriegt. Keine... Ja, genau, wunderbar. Schießen Sie ihn einfach tot. Ja, ich helfe doch, wo ich kann. Tschüss. Ah ja, da haben wir schon das nächste Drogenopfer. Das dann nicht. Scheiße, ey, die Putzelei. Ich habe mir noch gerade noch das Zeug reingezogen. Wenn der einen Test macht, dann... Oh Gott, hoffentlich ist er nicht so ein Stiftung Warentest. So, mal schauen hier. Herein. Es war rauf hier. Ach so. Schönen guten Tag. Abkommissar Renny, mein Name. Könnt ihr nicht vorstellen, warum ich es angehalten habe? Naja, ich habe letztens einen Hipster ins Bein geschossen. Jetzt Hopster. Ihre Witze sollen sich lieber mal sparen. Für Sie, wenn Sie... Ihre Witze sollen sich lieber mal sparen. Für Sie wäre es ziemlich unangenehm. Ich habe gerade meine Tage. Glauben Sie mir, unangenehmer kann es nicht werden. Haben Sie irgendwelche Betäubungsmittel konsumiert? Sag nein, Sandra. Nein, Sandra. Wie bitte? Nein. Ja. Sie haben also Betäubungsmittel konsumiert und fahren Auto? Nein, das ja, nein, ja, doch, nein, ja, das ich habe mit mir selbst gesprochen. Sie sprechen also mit sich selber, ja? Absolut. Manchmal brauche ich einfach eine kompetente Meinung. Ich glaube, Sie sind ganz schön zugedröhnt. Ich würde gerne mal einen Drogentest machen. Das ist so. Wir müssen leider noch vorher Werbung machen. Wie bitte? Ja, sorry. Also, liebe Zuschauer, traurig, aber wahr. Über 60% von Torges Zuschauern haben ihn nicht abonniert. Das müssen wir ändern. Klickt jetzt hier unten auf Abonnieren. Tut es für Deutschland. Hier steht Hauptkommissar Renny für ihn. Hört sofort auf, Werbung zu machen. Und wenn Sie schon Werbung machen, dann müssen Sie auch sagen, dass die Zuschauer die Glocke aktivieren sollen. Stimmt. Wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt, aktiviert die Glocke. Tut es für YouTube. Tut es für Deutschland. Mein Name ist Sandra. Und ich fahre jetzt nach Hause. Auf Wiedersehen. Sie bleiben hier. Verdammt! Ich hätte gerne mal Ihren Ausweis gesehen. Ich auch, weil ich habe keine Ahnung, wo der ist. Dann machen wir jetzt einen Drogentest. Nein, nein, also ich, bitte, kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Du? Seit wann duzen wir uns? Ja, sorry, was soll ich denn? Soll ich Sie siezen, altern, diggern oder bitchen? Jetzt reicht mir. Das gibt erstmal eine Geldstrafe 35 Euro auf die Hand wegen der Beleidigung eines Hauptkommissars. Oh, das ist ganz, ganz schlecht. Mein Konto ist in einem besorgniserregenden Zustand. Wenn man ganz, ganz nah das Ohr ranhält, kann man Peter Zwegert hören, wie er seine Flipchart aufstellt. Ah ja, und wofür geben Sie Ihr Geld so aus? Für Drogen! Nein, in meinen Kontoauszügen steht irgendwie, dass ich seit Jahren so ein Projekt in Amazon irgendwie unterstütze. Ach so, Amazon, scheiße. So, Schluss aus, Mickey Maus. Ich zähle jetzt bis 5. Wenn Sie mir bis dahin nicht diese Pille voll gepüllert haben, damit ich einen Drogentest machen kann, dann rappelt's aber in der Kiste. 1. Oh nein, bitte, ich kann nicht. 2. Also, das ist so, ich... 4. Das zählt nicht, Sie haben die 3 vergessen. Und 5. Okay, ich hab Cola getrunken. Was? There she was, just walking down the street singing. Popping in and I stepped into the beat singing. She looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine. And then she blew up my mind. Na gut, wo waren wir stehen geblieben? Also ich wollte verdammt! Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, Sandra hat schon ganz, ganz toll gesagt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich einfach mal abonnieren würdet, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten sind da meine letzten beiden Videos oder ein Video, je nachdem, was da noch hinpasst. Ein oder zwei von meinen letzten Videos. Nächsten Mittwoch kommt ein neues Video. Bis dahin alles Gute, passt auf euch auf und tschüss.